Menschen haben das Gefühl, dass sie in einer Welt leben, in der sie immer wieder in der Lage sind, das, was sie belastet, was auf sie, in sie eindringt, was Inkohärenzen erzeugt, dass sie durch eine eigene Leistung in der Lage sind, das wieder kohärenter zu machen. Und da gibt es welche, die haben richtig ein irres Kohärenzgefühl. Ja. Und das, das hat man vor allen Dingen dann, wenn die drei sogenannten salutogenetischen Grundregeln erfüllt sind. Übersetzt hieße das Saluto, also die Gesundheit, und Geneo heißt machen, also entstehen lassen. Ja. Wie entsteht Gesundheit? Das ist immer die Lehre davon, wie man wieder gesund wird. Gibt es auch erst seit 20, 30 Jahren. Aaron Antonovsky war das, Salutogenese-Konzept. Was wir seit 100 Jahren und mehr haben, ist ein Pathogenese-Konzept. Das heißt, wir haben uns intensiv damit beschäftigt, wie es kaputt geht. Und jetzt fangen wir erst langsam an, uns zu fragen, wie es wieder aufgebaut werden kann. Und diese drei salutogenetischen Grundregeln sind relativ banal, aber wenn man dann genauer hinguckt, nicht so ganz banal umzusetzen. Die erste heißt Verstehbarkeit. Man müsste in einer Welt leben, in der alles, was da passiert, wo man das versteht. Okay. Da kann man sagen, also in die Kohärenz kommt, glaube ich, keiner von uns. Also in die absolute. Ja, aber die Nonnen, wenn man jetzt mal, es geht ja auch nicht darum, wie wir das beurteilen. Wir würden sagen, die Nonnen verstehen ja von Tuten und Blasen nichts, aber das geht nicht darum, das ist ja das Hirn der Nonnen. Und deshalb muss man jetzt fragen, wie fühlen das die Nonnen? Wie erleben das die Nonnen? Und in deren Welt im Nonnenkloster ist alles, was da passiert, verstehbar. Okay. Wunderbar. Ja. Und jetzt nützt es aber immer noch nichts, wenn man was verstanden hat, wenn man es nicht auch anschließend gestalten kann. Also was soll ich nicht nur einfach partizipieren, sondern ich muss auch in der Lage sein, das, was ich verstanden habe, so zu bearbeiten, so zu bearbeiten, dass es, dass ich das Gefühl habe, dass ich als Subjekt Gestalter dieses Lebens bin, auch meines eigenen Lebens. So, und wenn wir uns jetzt draußen in der realen Welt umgucken, brauchst du nur einmal die Abendnachrichten anzugucken. Du verstehst nichts, und wenn du was verstehst, kannst es nicht gestalten, weil du kannst keinen Einfluss auf diesen ganzen Bild. Also dieses ist so eine Art Grundgefühl, das dauernd eigentlich damit hast du das Gefühl, da kannst du kein richtiges Kohärenzgefühl kriegen. Die Nonnen, die verstehen, was da abläuft, und die können das auch gestalten. Und wenn wir hundertmal sagen, das hilft dann nichts, wenn die morgens um vier beten gehen. Die haben das Gefühl, dass sie jetzt hier was Wichtiges tun und dass sie für die Welt beten und dass sie die Welt besser machen. Also erledigt. Die haben ein richtiges, gutes Kohärenzgefühl, weil sie verstehen, was los ist, weil sie gestalten können, was sie verstanden haben. Und drittens, das muss auch irgendwo sinnvoll sein. Also Sinnhaftigkeit wäre das Dritte, und das haben die Nonnen auch. Und wir haben das natürlich nicht. Das nützt nichts, wenn du hier was verstanden hast, es gestalten kannst und es dir dann wie Blödsinn vorkommt. Ja. Und jetzt, ist ungefähr, haben wir umrissen, woran wir leiden in dieser gegenwärtigen Welt. Also wir machen uns das Leben gegenseitig schwer, wir rauben uns gegenseitig die Freude. Wir haben eine Welt geschaffen, in der unser Zusammenleben nicht davon geprägt ist, dass wir einander helfen, sondern wo einer auf Kosten der anderen versucht, sich durchzusetzen. Und wenn man älter wird, hat man auch dann nicht mehr das Gefühl, dass man da gebraucht wird. Ja. Also man versteht immer weniger und man kann immer weniger gestalten. Man wird ja dann sogar ausgeschieden aus dem gesellschaftlichen Prozess in irgendwelche Refugien. Und es ist eine Goldgrube für Konzerne mittlerweile, Altenheime. Ja, das ist dann auch nochmal noch ein Punkt, dass es da auch durchaus auch noch daran sich Geld verdienen lässt. Das ist aber noch nicht so, das glaube ich, das könnte man noch verändern. Und sinnvoll kann einem, ich habe wenig ältere Menschen erlebt im Altersheim, die das sinnvoll fanden, dieses Leben, was sie da jetzt führen. Ja. Und das heißt, es ist ein zutiefst schmerzliches Gefühl, was man da hat, wenn man hier älter wird, weil man irgendwie das Gefühl hat, man ist jetzt auch nutzlos. Also es braucht einen keiner mehr. Früher war es die Oma fürs Grobe, die Kartoffeln geschält hat und aber mittendrin dabei war. Das ist ja auch, es gibt ja viele Altersforscher, die sich mit der Frage beschäftigen, warum Menschen überhaupt so alt werden. Es gibt ja nicht so sehr viele Spezies, die nach der Reproduktionsphase noch so lange leben. Also das muss ja sozusagen auch biologisch irgendeinen Sinn machen, wenn man die Leute nach der Reproduktion noch so lange lebt. Eine Eintagsfliege macht Reproduktion und Schluss ist. Doppelt so lange. Und Elefanten haben auch so ein langes Leben nach der Reproduktionsphase. Und die Antwort darauf ist offenkundig, die Alten werden gebraucht. Das sind lernfähige Spezies, die sich sozusagen erst in der Gemeinschaft ein Wissen aneignen müssen. Man könnte auch sagen Kultur. Und
Und diese, die Träger dieses Wissens und dieser Erfahrungen, das sind die Alten. Ja. Und die können das dann an die Jungen weitergeben. Wenn die zu früh sterben würden, würden sich die Jungen verlaufen. Und, aber wenn man sieht, wie viele Leute in noch Altersheime gehen, ja, werden sie sozusagen separiert rausgenommen. Also dieser Austausch, ne, der Bindungsforscher Neufeld hat das ja auch gesagt, in den letzten 50 Jahren ist diese intergenerative Austausch abhanden gekommen, dass die Jugendlichen sich nur noch in Peergroups bewegen oder so, wie auch immer, die Entfernung zu den Alten einfach zu groß ist. Und, ja, beide leiden eigentlich drunter. Da muss man dann, das sicherlich ist, also ist eine ziemliche Fehlentwicklung, aber da müssen wir, um die zu verstehen, müssen wir wieder gucken, warum das so passiert ist. Mhm. Das wird auch nicht so bleiben können, aber im Augenblick haben wir halt die Situation, ja, dass es so entstanden ist und dass eben in unserer gegenwärtigen Welt wir der Meinung sind, dass die Alten nicht mehr so richtig gebraucht werden. Ja. Weil das hat was mit Bedeutsamkeiten zu tun. Wir finden es bedeutsamer, also Sachen zu tun, die damit nicht so viel zu tun haben. Wir finden es auch manchmal bedeutsamer, deren Erfahrungen gar nicht haben zu wollen. Mhm. Also das ist schon eine schwierige Entwicklung und die hängt ein bisschen damit zusammen, dass unsere ganze Gesellschaft in dieser westlichen Welt dazu neigt, dass alles separiert wird voneinander. Ja. Also das zerfallen ja nicht nur Familien und solche sozialen Strukturen. In den Kommunen, also in Städten und Gemeinden geht es ja auch ganz eigenartig zu, lauter unterschiedliche Interessensverbände, die da alle gegeneinander streiten. In der Wirtschaft ist auch nichts anderes. Das ist ja eigentlich sozusagen Grundlage unseres Wirtschaftssystems. Keine Volkswirtschaft mehr. Es geht nur noch darum, wer am effizientesten, den größten Mehrwert macht. Und so haben wir als eine Welt geschaffen, in der wir das nicht mehr so sehr bedeutsam finden, was an Erfahrungen von den Alten auf die Jungen gegeben werden kann. Mhm. Und damit sind die sozusagen aus dem lebendigen Lebensprozess ausgeschieden. Nicht aber die Nonnen. So, und jetzt machen uns die Nonnen vor, dass man keine Demenz kriegt. Und wenn man wir uns nun für besonders schlau halten und sagen, die Nonnen sind aber blöd, machen ja nichts Vernünftiges und ziehen sich da ins Kloster zurück. Wir müssen jetzt auf einmal angucken, dass die keine Demenz kriegen. Wir müssen uns fragen, was wir nun eigentlich hier falsch gemacht haben. Mhm. Und jetzt wird es erst richtig interessant, weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt hier draußen Nonnenklöster aufmachen und alle ins Kloster gehen. Das ist ja jetzt der spannende Transfer. Die Frage heißt, wie kriegen wir denn das hin? Weil das ist natürlich auch nicht die optimale Variante, was die nutzt. Hilft ihnen zwar, aber es ist nicht optimal, weil